Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stronghold 2 und heute geht es weiter auf unserem Eroberungsfeldzug quer durch Europa. Nachdem wir bereits Spanien und Deutschland abgeklappert haben, geht es nun weiter über die Grenze von Deutschland nach Frankreich und da steht heute die Hautkönigsburg an. Und ja, als nächstes müsst ihr nach Frankreich übersiedeln, um die umstrittene Hochkönigsburg einzunehmen und die müssen wir jetzt wieder einnehmen, nachdem wir zuletzt zweimal die Besatzung gespielt haben und verteidigt haben. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir als Angreifer den Burgherrn fällen können und damit die Burg einnehmen können. Dürfte interessant werden. Auf geht's. Hautkönigsburg, Frankreich. Auf einem Felsvorsprung in der Mitte eines Waldes ließ Friedrich II. Ab 1147 die von Bergen umgebene Hautkönigsburg errichten, um die nahegelegenen Straßen zu kontrollieren. Die schwedische Armee belagerte die Burg 1633 und trotz des desolaten Zustands hielt die Besatzung 52 Tage lang aus. Als die Schweden die Burg endlich einnahmen, war die Besatzung verschwunden. Kurze Zeit später brach Feuer aus und vernichtete die Burg völlig. Die Ruinen gingen 1899 in den Besitz von Kaiser Wilhelm II. Über und der Architekt Bodo Ebhardt vollendete 1908 den Wiederaufbau der Burg. So, und da steht sie auch, unsere Armee. Boah, ziemlich stattlich. Und da ist die Burg. Eieiei. Auch die ist nicht gerade von schlechten Eltern. Und da wartet der Burgherr. Ob wir das hinkriegen, Leute. Wozu das da ist? Kommt man da nicht auch außen rum? Ja, da kommt man auch außen rum. Aber man sollte das vielleicht leer räumen. Bevor man irgendwas anderes macht. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das recht sinnvoll wäre. Nun gut. Dann gehen wir es mal an. Ordentlich Einheiten haben wir, aber das haben die auch definitiv, vor allem hier die fetten Türme. Ach du Scheiße. Und hier sind auch in beiden Türmen welche drin oder wie? Jojo. Okay, am sinnvollsten wäre es vielleicht hier wirklich anzugreifen, weil da kommen wir schon direkt hier hoch und direkt zum Burgherrn. Also sollten wir vielleicht da wirklich unsere Leitern anlegen. Unsere Schwerter sind die euren! Ja, das ist gut. Bereit, Sire! Das ist gut. Die Männer sind guter Dinge. Baumeister zu Diensten. Wir haben auch nur zwei Katapulte, die sollten wir sorgsam einsetzen. Ich bin mal gespannt, wie lange die das hinkriegen. Streitkolbenträger 40 Stück sind natürlich auch nicht schlecht. Sire, befehligt uns! Nicht von schlechten Eltern. Brücken vor! Aber ab wann wird der Beschuss einsetzen? Ab wann können wir den Beschuss starten? Auch bekannt. Denn da ist ja nur dieser einer Bogenschütze. Ziehen jetzt los! Komm schon, wann kannst du schießen? Ziehen los! Muss doch hier irgendwann mal treffen können, liebes Katapult. So weit ist das jetzt nicht weg. Bewegen uns! Jetzt aber, oder? Ja, jetzt. Okay, sehr gut. Feuer. Da ist nur dieser eine. Und mit einem guten Treffer. Sehr gut. Ist der dann nicht mehr. Das wollte ich haben. Okay. Da können wir dann schon mal durchbrechen. Das wäre sehr gut. Weil dann kommen wir auch nicht so in Konfrontation mit den hinteren Typen hier und können direkt zum König oder zum Burgherrn vorrücken. Gute Arbeit. Das wird schon ganz gut niedergebombt. Dann sollten wir die Leiterträger direkt hier hinschicken und dann direkt zum Burgherrn durch. Straight sozusagen. Aber noch haben wir keinen Durchbruch erzielt. Neue Befehle, Sire? Wieder marschieren wir! Befehle kommen gleich. Eieiei. Aber vor allem, dass sie hinten mit der Balliste... Ich weiß nicht, ob es ratsam ist, das auszuschalten, weil da müssen wir hier einmal ganz rum. Und ich denke, am besten ist es wirklich, wenn wir auch das hier relativ lässig nehmen.
und direkt durchgehen. Aber ich weiß nicht, ob es klug ist, diese ganzen Bogenschützen im Rücken zu sich im Rücken zu lassen. Ob das so sinnvoll ist, das ist definitiv streitbar, denke ich mal. Okay. Gleich haben wir das auf jeden Fall aber schon mal geschafft. Unsere Armee bewegt sich mehr oder weniger schnell fort. Wie lautet der Plan? Hier mal angreifen. Richtig schön drauffeuern da. Okay, sehr gut. Sehr gut, aber wir können immer noch nicht durch. Das ist ein wenig schade. Oh, das war ein guter Treffer. Sehr guter Treffer. Die Frage ist... Bin verwirrt. Ziehen los. Ah, da kommen wir auch direkt hoch, soweit ich das sehe. Ist halt nur relativ eng. Unsere Werkzeuge sind bereit. Ich bin mal gespannt, ab wann die Bogenschütze in dem Turm darum das Feuer öffnen können. Brechen auf! Wir holen uns diese Burg hier wirklich strategisch. Baumeisterabteilung zieht los. Ja, natürlich genau den habt ihr nicht getroffen, ne? Ah ja, ist klar. Ja, Sire. Und jetzt treffen die natürlich alle noch schön. Nun gut. Ich würde mal sagen... Auf euren Befehl. 34 Leiterträger nur, das sah mir aber nach mehr aus, okay. Die Leiterträger... legen da an. Erwarte Befehle. Die Bogenschützen, unterwegs. Sind die ersten, die nachrücken. Zur Verfügung. Der Rambock geht darauf. Wir kämpfen tapfer. Die Lanzenträger folgen. Denkt an die Ausbildung. Dann. Was sagt ihr, my Lord? Schnell! Bewegung. Die hier. Die Ritter. Werden sie uns brauchen? Hinterher. Und zum Schluss die Streitkolbis. Bewegung, Hundeschöne. Habt ihr jetzt nur da angelegt oder was? Ihr Lappen. Gebt uns etwas zu tun. Oh, da haben wir jetzt keine einzige Dingsens dran oder was? Das ist natürlich richtig geil. Was? Rauf auf die Welle. Rauf hier, Jungs. Vorwärts. Vorwärts, ihr Narren. Euer Gnaden. Das Ramböckchen holt sich das Ding hier, das sollte ja klar sein. Ja. Los, rauf, 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 rauf. Ziehen los. Okay, wenn der Rambock dann auch bald mal da ist, dann können wir auch fortfahren. Das ist nur ein bisschen scheiße, dass hier an allen Seiten die Scheiße Schrott ist. Und wir werden da schon durchkommen. Wir sind einsatzbereit. Daran habe ich absolut keinen Zweifel, aber wir hätten die Leiterträger halt nicht so verschleudern dürfen. Bereit für die Ehre. Unsere Schwerter sind die. Geht mal da so ein bisschen in den Schatten, damit euch nicht alle Bogenschützen anvisieren können. Befehligt uns. My Lord. Wann ist denn endlich der scheiß Rambock da? Das dauert zu lange. Mann, Mann, Mann. Neue Befehle, Sire? Heilige Mutter, da recken aber auch sehr, sehr viele. Auf euren Befehl. Von unseren Jungs. Aber noch stehen ein paar. Die müssen dann gleich einfach nur durchbrechen. Erwarte Befehle. Vorwärts. Vorwärts. Wir kämpfen tapfer. Ja, dann kämpft doch auch tapfer. Vorwärts, Jungs. Haltet euch nicht mit diesen Lappalien auf. Ich will den Burgherrn tot sehen. Was sagt ihr, mein Lord? Komm, 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 komm. Hoch, 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 hoch.
Wir müssen in den Bergkrieg kommen, weil nur so können wir unsere Truppen vor dem Feuer schützen. Schwertkämpfer, vorwärts! Na los, na los, na los! Ach, scheiße. Werdet ihr uns brauchen? Ja, ich denke ja. Okay. Männer an die Waffen! Wir sollten auch aus dem Feuer der Balliste raus. So viel dazu. Bereit! Los doch. Okay. Die Balliste könnte scheiße werden. Aber hier gewinnen wir definitiv gerade zumindest ein bisschen die Oberhand. Mann. Ich bin gespannt, ob das was wird, Leute. Ich bin wirklich gespannt, ob das was wird. Einmal hier den holen und den holen. Dann haben wir es ja eigentlich. Okay, wir haben unsere Armee da drin postiert. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Auf euren Befehl. Muss alle hier mal mithelfen. Du bleibst unten. Wir kämpfen tapfer. 33-6. Ja, das könnten wir hinkriegen. Wird auf jeden Fall äußerst spannend, ob wir den Burgherrn jetzt gefällt kriegen. Was sagt ihr, mein Lord? Auf den Burgherrn sage ich. Okay, der geht down. Der könnte down gehen, die Balliste wird gleich schießen, das wird uns zum Verhängnis werden. Aber wir haben ihn getötet. Nice! Die Königsburg gehört uns. Hautkönigsburg, Hochkönigsburg, wie auch immer man sie nennen will, entweder deutsch oder französisch. Die französische Aussprache liegt mir nicht so ganz, aber wir haben sie definitiv mal erobert. Mitten im Sieg war ziemlich billig, unsere Leiterträger sind allesamt gereckt, kein einziger Leiter war da, aber der Rammbock hat uns einfach den Weg geebnet und man muss am schnellsten einfach zum Burgheim kommen, weil man muss ja nicht die ganze Garnison abschlachten, das geht auch gar nicht bei diesen Verhältnissen, sondern einfach nur den Burgherr fällen und dann hat man die Mission noch geschafft und das haben wir in diesem Fall. Nice. Okay, und die nächste Mission wird uns zu der Burg Fujeres im Westen führen, das dann aber wie gesagt erst in der nächsten Folge, die ist jetzt ein bisschen kürzer, aber war definitiv eine spannende Folge und wir haben es auch hinbekommen, was wirklich nice ist. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir bleiben in Frankreich bei der nächsten Folge und haut rein und ciao.